Sid wartet oben auf dich. Dass irgendwer da oben dachte, man kann in diesem Drecksloch Vitamine verkaufen. Was hast du in der Gym gemacht? Du solltest den Agenten hacken, nicht Deals machen. Mach dir das mit jedem Söldner. In eine Falle schicken. Kulev-san, glaubst du einem Netfascho? Was wollt er? Du sagst es mir, oder ich schlitz dich auf und seh Anton selbst nach. Hör zu, ich bin nicht übergelaufen. Ich bin neutral. Wir hatten nur einen Deal. Hab gemacht, was mir aufgetragen wurde. Nur atme ich noch, statt abgekratzt zu sein. Und das passt dir nicht. Buser ist die Beat. Glaubst du, bist schlauer als das Netzschwein? Nimmst seinen Pimmel, schluckst und kommst grinsend zurück. Affe, wir müssen runter. Ich kenne Networks Pläne nicht, doch sie sind noch nicht fertig. Du hast Angst vor Agenten? Dann schieß ihm in den Kopf. Wer weiß, was sie in ihn gepflanzt haben, ob sein System verseucht ist. Du wüsstest auch nicht, was bereits drin war, wie viel es wert ist. Doch, hab ihn gescannt. Normaler, dreckiger Ragnon. Allez, mets-le mon yonan kavwa. Come with me. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Wenn er funktioniert, bieten wir dir einen guten Preis. Der Chip ist unverkäuflich. Und es bringt nichts, ihn mit Gewalt zu nehmen. Er ist schon jetzt in schlechtem Zustand. Hab keine Menschenseele gefunden, die ihn mir rausholen kann, ohne mir das Hirn zu zerfetzen. Du hast den Diebstahl in Auftrag gegeben. Also musst du was über den Chip wissen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden?
Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ah, die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du es verbockst. Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Na dann, nach dir. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Hier lang. Wieso wusste Placide nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placide ist Yonbet de Bas. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Watcher hat den Biochip nicht bemerkt? Seltsam. Hat er dich gescannt? Nein. Wieso? Das hätte es erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein. Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Viré courant! Bagay paré, nous allons commencer. Bon. Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch? Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Ah. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny? Also gut wie... Du solltest es ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Mhm. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sag ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction connecte. Connection stable.
komm schon, nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzubrutzeln. Oh. Tun wir's. Leon avec Junkie Lee. Okay. Was jetzt? Johnny? Il paraît. Paris plongé. Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deepnet. Es ist alles so lebendig, so real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja, der Cyberspace ist immer Trouble. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu Alt. Nur Alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? We'll never fade away! Johnny! Hast du einen Knall? Du bist... Kent! Was noch? Was kommt noch? Die Konzerne auf die Bühne schleifen, hinknien lassen, mit Sprüchen übergießen und abfackeln! Samurai! Hey! No! Komm her! Los, komm schon! Johnny! Du bist nicht Johnny! Die Band! Das ist keine Solo-Show! Komm her! Los, komm schon! Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Liegt's am Konzert oder an Carrie? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust? Hab's mir anders überlegt. Johnny Boy, bist ja ganz in Wallung. Yeah.
Du meine Güte. Schade, dass es da schon war. Ist die Zigarette danach nicht Zen genug für dich? Müssen wir die Kunst des Krieges auch umschreiben? Das war's, Johnny. Ende und aus. Wollte nur nicht einfach verschwinden, ohne was zu sagen. Also dann, raus damit. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Tja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbst verliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Verstehe. Denkst also, du hättest mich durchschaut, wie? Du weißt genau, was ich meine. Sieh dich an. Sogar dir selbst machst du was vor. Ist wahrscheinlich das, was du am besten kannst. Vortäuschen. Du hast einen Schuss. Wir wollten uns gegenseitig das Hirn rausvögeln. Nicht meins analysieren. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Dass das was Ernstes ist? Wir uns nahestehen? So nah, dass du mir wegen was auch immer ans Bein pissen kannst? Hast ja ganz schön Vorstellungskraft. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Alt. Spaß dir. Für wen auch immer. Und? Wie lange willst du noch angepisst sein? Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Verpisst euch. Aha, da hat einer eine kurze Lunte, hm? Ziemlich zugerichtet, was? Komm, hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen?
ist alt. Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Ben Watson, das warst du? Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Also, rede. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Ich hab's gesehen. Es gibt nicht den geringsten physischen Schaden am Nervensystem oder sonst wo. Keine Geräusche, keine Zuckungen, kein Gestank. Nur Gehirnströme, die urplötzlich stillstehen. Als hätte jemand den Stecker gezogen. Oder die Seele aus dem Körper gerissen. Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower. Um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas.